Mein Name ist Gerd Bührig. Ich habe lange Jahre bei der Firma Bertelsmann gearbeitet, in sehr unterschiedlichen Funktionen. Habe mal die Bertelsmann University mitgründen dürfen, eine der ersten Unternehmensuniversitäten, die es in Deutschland gab, glaube ich, mit einer echten strategischen Perspektive. Habe aber auch ganz viel praktische Arbeit hinter mir als Personalchef diverser Einheiten und das Thema Learning and Development und das Thema Potenzialentwicklung, Potenzialentfaltung ist eigentlich ein Thema, was mich mein ganzes Leben begleitet. Mein erster Berührungspunkt mit der Carnegie war tatsächlich in einer Funktion, als ich für die Firma Bertelsmann Arvato für das Training and Development zuständig war. Da gab es Dale Carnegie schon, als ich dort diese Funktion übernommen habe. Als mir Dale Carnegie das zweite Mal begegnete, war ich ziemlich überrascht, was Dale Carnegie alles macht. Ich hatte noch immer dieses Konversationstraining im Kopf und diese Marke, diese weltweite Marke, die natürlich schon auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Aber ich wusste, bis wir uns da zum zweiten Mal getroffen haben, nicht, was das für ein Spektrum ist und was das für eine Bandbreite ist. Und vor allen Dingen fand ich auch besonders wichtig und für mich in einer Entscheiderposition am Ende auch ausschlaggebend, dass wir sowas gemacht haben wie Co-Creation. Das heißt, Dale Carnegie ist nicht gekommen, hat einen Ordner aus dem Schrank gezogen und gesagt, so machen wir das übrigens, sondern Dale Carnegie hat erstmal zugehört und gefragt, was braucht ihr denn, wo seid ihr, in welchem Stadium seid ihr, was sind das für Leute, was ist der Zustand des Unternehmens, wo wollt ihr hin? Dann haben wir etwas co-kreiert anhand der Leitlinien, die Dale Carnegie hat und die gehen ja auch sehr in eine Richtung, die da heißt Menschen entwickeln, Menschen fordern, Menschen fördern und das hat damals sehr gut zusammengepasst. In der Bertelsmann University gibt es einen Campus, der heißt Leadership und in diesem Leadership Campus gibt es diverse Programme. Ich mache jetzt schon seit mehreren Jahren die Bertelsmann University nicht mehr, aber höre immer noch von Dale Carnegie. Das Programm hieß Personal Development Program, ein Programm für junge Führungskräfte, in dem es im Prinzip um zwei Dinge geht. Auf der einen Seite ist ein großer Bestandteil dieses Programms sowas wie Selbstreflexion, diese persönliche Berufsbiografie von jungen Führungskräften, die soll und kann dieses Programm beschleunigen. Und gleichzeitig dient es eben auch dazu, dass man Menschen in die Lage versetzt und befähigt, Führungsaufgaben wahrzunehmen, die vielleicht nicht so ganz automatisch und natürlich an so eine Stelle kommen.